Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bed Wars. Heute aber mal am Anfang in der Lobby, denn ich habe noch ein bisschen was zu talken. Und ja, wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Bis gleich. Ja, wir sind jetzt hier nach dem Intro immer noch in der Lobby und ja, möchte ich hiermit etwas sagen, nämlich, dass ich vorhab für eine bestimmte Zeit, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei oder drei Wochen mal sehen, wie lange. Ich werde selber entscheiden, ich glaube, so alt bin ich, dass ich für mich selber sowas entscheiden kann, die Clan-Szene quitten. Wirklich, es kann nur Wochen sein, es kann auch Monat oder Monate sein. Mal sehen, weil momentan passt es meistens zeitlich bei mir nicht und auch so, ich war nicht relativ aktiv in der letzten Zeit und ja, ich finde es einfach nicht selber schön, wenn ich dann anderen, vor allem in Paranoia, erstens die Möglichkeit auf dem Rang Moderator oder Organisator wegnehme und als inaktiver Member diesen Rang bekleide. Das wäre unfair gegenüber anderen Leuten, die sich genauso oder noch mehr für den Clan engagieren. Finde ich persönlich eigentlich relativ unfair, deswegen ich hätte auch sagen können, ich lasse mich einfach nur degradieren und bleibe erstmal inaktiver Member, aber ich habe gesagt, nein, ich möchte die Clan-Szene komplett quitten. Ich bleibe erstmal aus der Clan-Szene raus, ich werde in keinen Clan gehen. Und ja. Was soll man da noch anderes sagen, außer ja. Mal sehen, wie lang es wird. Vielleicht, also Fun-CWs würde ich immer wieder gerne mitspielen, also da könnt ihr mich gerne fragen. Sowas möchte ich gar, also nicht beenden. Ja. Warum ist eher so, halt wie gesagt, dass ich halt wenig Zeit habe und das, ja, ich schaff's halt einfach nicht und kann halt einfach meistens nicht so nach 19 Uhr, das wisst ihr jetzt auch, da habe ich ja im Video für die Turnierankündigung gesagt, dass ich halt nach 19 Uhr eher selten kann oder eigentlich gar nicht kann. Donnerstags und Mittwochs habe ich ab 18 Uhr Training oder Mittwochs sogar ab 17.30 Uhr. Also da muss ich dann halt schon weg, weil ich dann noch hinfahren muss. Und deswegen dann bin ich halt immer so bis 21 Uhr weg. Und deswegen, ja, ne, dann kann man halt keinen Claimer an den beiden Tagen schon spielen. So, Wochenende habe ich Spiele oder, ja, meine Familie guckt auch gerne Filme mit mir, was ich auch gerne mache. Und dann machen wir einfach mal so einen Familienabend. Und dann guckt man halt einen Film zusammen, so von, keine Ahnung, 19.30 bis 22 Uhr. Und dann, ja. Bleibt halt da auch nicht immer so Zeit für Claremore. Und wenn ich dann halt so zu meiner Mutter zum Beispiel sage, wenn die mich fragt, ja, hast du Lust heute mit uns einen Film zu sehen? Wir würden das gerne mal wieder machen. Also eigentlich machen wir es so ziemlich jedes Wochenende. Dann, ja, ne, dann sagt man auch nicht so, nee, würde lieber mit meinen Online-Freunden Bed Wars, Clan War oder einfach nur so spielen, wenn ich schon vorher relativ, also am Tag, keine Ahnung, 2 Stunden gezockt habe oder so. Ich meine, unter der Woche sind 2 Stunden oder so schon sau viel. Ich meine, dann kommt da meistens auch noch Schule hinzu und hey, jetzt gar erste Runde Bed Wars, das tut echt nicht gut, sofort endlich zu spielen mit so einem Loch am Spawn. Ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, unbestimmte Zeit. Wochen werden es auf jeden Fall sein. Da haben wir wenigstens noch den Goldsaver bekommen. Der Witzka. Ich bin so schlecht. Really, nigger. Gut, wenn der meint, einen OP-Weg anfangen zu ziehen zu müssen. LOL. LOL, was war das? Für ein Hit, bitteschön. Alter. Ja, und heute zum Beispiel habe ich von 19 bis 21.15 Uhr oder so mit meiner Familie Star Wars 7 geguckt. Richtig geiler Film eigentlich. Und ja, sowas macht man dann halt. Oh Gott. Einfach mal so mit der Family ein bisschen ferngucken. Ich meine, das tut ja auch mal gut. Oder sich mit Freunden treffen. So ein Real Life ist auch immer ganz angenehm. So, hätten wir den auch. Zytrix YouTube. Ah, alles klar, als ob wir beide so behindert sind. Okay, er muss nach der Runde auf. Dann spiele ich halt alleine mit Zytrix. Auch nicht schlimm. Ich meine, der freut sich bestimmt. Nein, als ob ich so ein schönes Block-Emoji dann noch mache. Oh Gott, shit, dann kriege ich auch nicht hin. Oh mein Gott, wie scheiße bin ich denn heute? So schlecht bin ich selten, auch in der ersten Runde. Ja gut. Da wurden wir ausgetrickst, ganz klassisch. Oh, ich bin schon vorher low. Nice one. Oh Mau. Mies, wenn wir das jetzt noch verlieren würden.
Ja gut, dann hängen wir gleich halt einfach noch einen hinten ran. Bis gleich. Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Runde. Diesmal Cytrix im Team und gegen meinen Leader oder Ex-Leader leider. Ja. Hoffen wir, wird eine schöne Runde. Ist mir auch komplett egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Es soll einfach nur eine schöne Runde werden. Und ja, Grüße gehen hiermit auch nochmal raus an Paranoia. Es war wirklich. Ich glaube, das. Ich kann es eine. Nee, ich nenne es einfach die schönste Minecraft-Szenen-Zeit, die ich bisher in meinem Leben wahrscheinlich hatte. Ich glaube, da habe ich einfach viel dazugelernt, was sowohl spielerisch als auch ja sozial gesehen, sage ich mal. Also damals bin ich auf jeden Fall mehr geraged. Ich bin viel, viel ruhiger geworden durch Pack vor allem. Der hat mich, sage ich mal, wieder so ein bisschen normal gemacht. Und ja, ich war halt etwas weiter früher. Vielleicht kennen mich da die einigen noch. Eher mehr so Rage-Kiddy-Style. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Aber ich glaube, man kann es so nennen. Und jetzt bin ich halt einfach, sag ich mal, ein bisschen ruhiger ist gut. Also ich wurde auf jeden Fall um einiges ruhiger. Und ja, größtenteils habe ich das wirklich Pack zu verdanken. Der schrieb mich damals schon in der Legendaries-Zeit an und meinte, ja, dass ich mich halt ein bisschen verändert hätte. Zum negativen Sinne her. Und ja, regte mich da schon irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken an. Weil ich meine, wenn er dir sowas schreibt, dann denkt man natürlich schon nach. Und vor allem damals war er halt so in meinem Second Clan der Leader, Exa. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Und ja, da war ich halt am Anfang relativ ruhig und dann so nach und nach wurde ich halt wirklich, wie gesagt, eher so zum Rage Kitty. Und das fand er halt selber natürlich logischerweise nicht so schön. Und ja, fand es auch eher schade, weil er mich eigentlich, glaube ich, relativ gern hatte. An und für sich. Also wir haben uns gut verstanden. Sagen wir es so. Ich gebe hier einfach mal die Bow Double Hits as fuck. Okay, er backt sich einfach zurück in den Block, juckt ihn nach. Ja, er backt sich halt durch die Weltgeschichte. Nein! So ein easy kill, warum place ich mich nicht ins Cobweb? Bin ich denn behindert, Alter? Okay. Jetzt ich gegen meinen Ex-Leader. Okay. Das kann er auf jeden Fall besser und das weiß ich auch. Er dachte, er könnte mich vielleicht so überspringen, aber. Naja, wurde dann wohl nicht so ganz was. Ah, den Full Equipment haben wir immerhin von dem Blauen. Der andere konnte zwar Gold saven, aber naja. Immerhin das Eisen ging dadurch verloren. Wir brauchen auf jeden Fall einen Bow wieder, weil, wie ich merke, habe ich gerade so gutes Bow-Aim. Wie selten. Das war jetzt eher dumm, ich hätte in der Base stehen müssen. Oha, wir haben uns saven können. Okay, da enjoyt er auf jeden Fall die Hits. Die Code-E-Hits. Okay. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht Walking Banana. Ah, alles klar.
Bananen ist ernst. Und da ist deren Bett weg. Ich habe die jetzt extra nicht getargetet, aber mein Mate fand es dann wohl doch nicht so schön, dass sie von der Seite kam. Jawohl, nice. Scheiße. Okay, er ist gestorben. Jetzt nur noch blau. Ich glaube, ich reiß mal lieber ein bisschen den Weg hier ab. Wenn die da jetzt die ganze Zeit sonst rüberkommen, wäre es nur so bedingt gut. War klar, dass der zweite jetzt Gold hat. Ach man, müssen die denn jetzt so spammen? Ich hab keinen Bock, die zweite Runde auch noch zu verlieren. Dass der jetzt auch noch einen OP-Weg zieht. Ja, hast du keine Freunde oder was, Mann? Ich frag ja nur so, ich dachte mir so. Oh ne. Nice, wir haben beide. Ich hole Gold. Oder gehe ich auf die drauf? Ach, ich gehe auf die drauf. Zwei Non-Equips, die sollte ich bekommen. Glaube ich zumindest. Bei dem Skill, den ich heute habe. Oh doch. Okay, Bett haben wir safe. Gut, einer ist auch gestorben halt. Ich wollte mir erst den Kill snacken, aber ich wusste, dass der andere hinter mir ist. Also habe ich dann lieber doch das Bett geholt. War doch eine schlaue Idee, aber die hatten anscheinend Ersatzequip. Waren auch gar nicht so schlechte Gegner. Vor allem nicht mein Leader. GG an dich. Und Walking Banana YouTube. Really, nigger. Okay, unser Bett wird er haben. Citrix hat sich gesuicidet. Ja, okay, der wird Citrix haben. Aber ich hab ihn. Lol. Ha, GG. Hatte ein Herz. Ja, okay, das war's von der Runde. Jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und ja. Wie gesagt, nochmal Grüße gehen raus in Paranoia. Es war wirklich die geilste, wundervollste Zeit, die ich jemals hatte. Und ja. Wie gesagt, besondere Grüße gehen raus an Peck und auch an Lele. Ich glaube, wir haben alle zusammen sehr gut als Team insgesamt agiert. Wir waren super Clan. Die Clan-Struktur war mega.
es war einfach nur wirklich mega geil. Und auch wenn wir uns oft gestritten haben wegen Fehlern oder was weiß ich was, ihr seid einfach ein richtig geiler Clan, bleibt so wie ihr seid. Und ja, danke für alles. Hoffe, wir sehen uns wieder. Und ja. Mehr möchte ich dazu jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe alles in der Gruppe geschrieben. Alle wissen Bescheid und ja. Das war's dann wirklich mit diesem Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschö, Mitte.